Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Herr der Ringe. Wir sind hier im, keine Ahnung welches Level das genau ist. Auf jeden Fall sind wir gerade mit den Ents am Kämpfen, die in den Krieg ziehen gegen Saruman, weil der irgendwie Quatsch gemacht hat, sich mit den Orks verbunden zum Beispiel. Und wir gucken erstmal, was hier alles Schönes gibt. Hier gibt es ja riesige Gelddinge. Okay, da können wir nicht hin, weil Feuer. Dann können wir das hier wahrscheinlich nehmen. Das ist wahrscheinlich ein Wassertank. Dann schmeißen wir ihn da rauf. Und das Minikit. Ich denke mal, einfach alles kaputt muss hier das Ziel. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung man gehen müsste. Ihr macht kaputt. Oder gibt es das nicht kaputt? Vielleicht geht das nicht kaputt, weil man da halt das Wasser geholt hat. So, ein bisschen Geld gesammelt hier. Haben wir irgendein Ziel eigentlich? Okay, da sind einfach nur andere Orks. Sieht aus, als würden wir da rüber gehen. Ja, es leuchtet auch ein bisschen. Das heißt, das zerstöre ich erstmal nicht. Ich gucke erstmal den Rest hier an. Und hauen erstmal alles kaputt, was es so gibt. Okay. 1 von 5, was auch immer es ist. Was ich mit den Steinen machen soll, weiß ich noch nicht so ganz. Dich kann ich ja nicht kaputt machen. Ja. Und wir machen weiter. Okay. Diese Wasserräder oder sowas sind anscheinend die Dinge, die wir zerstören sollen. Scheint so. Und hier ist überall Steine. Okay. Verstehe ich auch. Da sollen wir die drei Kanten von dem Ding kaputt machen. Das heißt, wir gehen einfach schön in das Teil rum. Spannend. Dann einmal das hier kaputt hauen. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas finden. Da hinten können wir was kaputt machen anscheinend. Unser Endfreund dachte sich auch so, oh, einmal kurz fliegen, ist wichtig. Wenn wir hier an der Mauer lang gehen, vielleicht gibt es hier noch was Cooles. Hm. Aber so wirklich was Spannendes gibt es hier nicht mehr. Da gibt es noch ein bisschen Geld, sehe ich gerade. Da kann ich nicht hinwerfen, schade. Ja, das kann ich noch kaputt machen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, und die ganzen kleinen Orks hier haben auch nur Spaß daran. Werden rumgetreten. Und existieren. Huh. Das wirkt nicht ultra stabil, muss ich gestehen. Unser Endfreund kommt jetzt hoffentlich auch mit. Ja, genau. Wir sind auch gerade Pepin und Merry ist auf dem anderen. Genau. Man kriegt hier aber ja, ganz gut Geld. Hier kann wie viel zu sich tappen, mal über 500. In so einem Ding. 260. Okay, das ist unglaublich, dass er uns den Weg hier versperrt. Okay, 600 kriegen wir davon. Okay, hier kann ich auf jeden Fall raufschmeißen. Den anderen mal gucken. Wenn wir denn überhaupt noch einen extra Stein bekommen. Ich kann nochmal komplett zurücklaufen und mir den holen. Ich habe eigentlich erwartet, dass der eine hier respawnt, aber davon liegt ja auch noch einer. Von daher würde ich erstmal sagen, ignoriere ich, dass das jetzt schon vielleicht versuchen könnte und mach's dann einfach, wenn
ich dann sowieso da bin. Ja, geldtechnisch haben wir keine Probleme. Wir haben noch einiges zu zerstören und so viel Geld brauchen wir auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen wir jetzt noch vor uns haben. Müsste etwa so auf Halbzeit sein, würde ich tippen. Vielleicht ein bisschen drüber. Obwohl der erste Film hat ja 6 Episoden. Wir müssten jetzt eigentlich so am Ende des ersten, zweiten Films schon sein. Kommt, glaube ich, hin mit den Leveln. Ich weiß nicht, was wir alles hatten. Wir hatten das Sumpflevel. Davor hatten wir, glaube ich, noch eins. Ja, Gollum holen, Sumpflevel. Da hatten wir, glaube ich, die Stadt, Helm's Deep, das hier jetzt. Und dann, ja, das Level, was wir gerade spielen. Kann ich gerade nicht genau einschätzen, wie viel wir noch vor uns haben. Genau, das wollte ich nicht treffen, aber danke. War Abenteuer, wir haben schon mal halten, das ist auch mal wichtig. Ja, zum Glück alles direkt zerstört. Also alles gelöscht, natürlich nicht zerstört. Aber wir nehmen natürlich alles mit seinem Geld, weil kann ja nicht schaden. Ich glaube, wir wollen im Endeffekt noch da oben kommen. So, noch ein Minikit. Eins bekommen wir, glaube ich, noch. Mit dem Wassertank und dem Feuer links. Ihr seid ganz schön groß. Also, ihr seht ganz schön groß aus. So, wir spawnen einfach nur vor mir. Deshalb wahrscheinlich. Also, so nah an der Kamera dran. Ja, ich glaube, wir müssen da die Türme zerstören. Die leuchten so ein bisschen und ich sehe da auch drei Steine. Von daher würde es passen, wenn wir die alle zerstören. Genau. Ich beachte die Orks übrigens gar nicht, die unter mir rumlaufen. Also die sind auch komplett irrelevant, aber... ich sehe nur hin und wieder mal, dass sie wegfliegen alle. Das ist ganz lustig. Ja, irgendwie cool, wenn es irgendwie weniger werden würde, wenn man dann einfach hier so eine halbe Stunde durch und das dann einfach komplett alles leer ist. Das wäre cool. Also das machen leider die wenigsten Spiele. Dass man wirklich mal alles ja, beenden kann. Okay, wir bekommen sogar noch ein zweites Minikit. Das heißt, wir haben gleich sogar schon 5, wenn wir da hinten das letzte Rad zerstören. Okay, ich dachte, wir wären schon näher dran, aber wir haben uns anscheinend nur vorher irgendwo festgelaufen. Ach stimmt, ja, Wassertank. Ich wollte schon wieder zerstören. Okay, dann würde ich sagen, noch die Sachen hier vorne kaputt hauen. Nur noch 4. Okay, wir sind dann mit. Ja, machen wir auch. Aber ich dachte, es sind 3 Säulen und 3 Steine, aber es sind 2 Säulen und 4 Steine. Auch okay. Können wir die Lore da irgendwie noch anschmeißen? Kann sein, dass wir da auch noch ein Minicap bekommen oder so. Sieht für mich jedenfalls so aus. Also die Lore ist doch schon irgendwie relativ auffällig. So, gib mal das erste Steinchen her und wir gucken mal, was hier schon gibt. Okay, noch Minikits. 6 Stück schon. Das ist cool. Müssen die meisten Minikits jetzt sein. Ich kann es theoretisch noch den ganzen Quatsch da rechts kaputt machen, aber...
Ja, brauche ich nicht unbedingt. Okay, wir müssen dann sowieso dann auch selber hochwaschen und die Dinger kaputt hauen. Ja, ich könnte das machen, aber muss ich nicht. Kann ich ja von hier schlagen? Ja, alle drei sogar. Ich habe es dreimal gesehen, aber nur einmal bekommen. Zweimal. Nein, ich habe es dreimal bekommen und zwei zerstört. Also einmal extra, das meine ich damit. Keine Ahnung, aber wir haben sowieso das alles kaputt gemacht. Passt ja. Dann einmal hier hoch. Die beiden Säulen hier zerstören. Dann erstmal das Geld holen. Nicht, dass wir gleich irgendwie automatisch beides abreißen. Okay, man muss direkt B spammen. Also hat man keine Möglichkeit dafür. Dann hoffen wir mal, dass das Wasser nicht unsere kleinen Hobbits auf unseren Köpfen oder in unseren Schultern direkt ertränkt. Der dachte sich auch nur so. Ja. Was sagt er dann? Meine Herren, willkommen in Isengard. Junger Meister Gandalf. Hier gilt es, mit einem Zauberer fertig zu werden. Und da muss Saruman bleiben. Unter eurer Aufsicht, Baumbart. Er hat keine Macht mehr. Okay. Bei meiner Borke. Peregrin Tuck. Das nehme ich, mein Junge. Beeil dich. Wir müssen nach Edoras reisen. Osgiliath. Festhalten, kleine Auenländer. Achievement halten. Gollum. Diesmal habe ich es andersrum vorgelesen. Sonst lese ich erst das Achievement vor und sage dann den Titel, der auf dem Monitor steht. Zwei neue Charaktere freigeschaltet. Das können wir skippen, weil wir es geschafft haben. Wir haben die erste Million zusammen. Ehre. Wir haben 6 Minikits. Das ist der Turm. Genau, 4 Stück fehlen noch. Die werden dann wahrscheinlich ziemlich sicher. Entwurf, Mithril Boxhandschuhe. Ja, die werden alle wahrscheinlich im ersten Teil sein. Wahre Abenteurer. Entwürfe und Level geschafft. 3 Stück. Nice. Drück mal Geschichte fortsetzen und gucken, was es noch gibt. Smeargol? Wir warten nicht auf dich. Komm schon. Herr, passt auf uns auf. Töte ihn. Töte sie beide. Und dann nehmen wir den Schatz. Und wir werden der Herr sein. Ja, nein, nein. Ist zu gefährlich. Ist zu gefährlich. Wir können sie es tun lassen. Sie könnte es tun. Und wir nehmen ihn, sobald sie tot sind. Sobald sie tot sind. Hey, Gollum! Komm jetzt, Hobbits. Langer Weg noch zu gehen. Smeargol zeigt euch den Weg. Folgt mir. Okay. Wer will uns töten? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Okay, das war der zweite Film. Ist auch gut. Und jetzt sind wir praktisch im dritten Teil. Die Rückkehr des Königs, glaube ich, heißt der. Jetzt können wir Gollum spielen. Ach, wir müssen sowieso hier hoch, oder wie?
Sie sind doch immer noch im selben Bereich hier, oder nicht? Und er guckt auch wieder hier hin? Ah, haben wir noch was anderes, was wir tun können? Okay, die stehen ja einfach nur rum, oder was? Vor Isengard. Und wir kommen in Isengard nicht rein. Aber hier gibt es neue Charaktere. Und das hier kann ich nicht machen, meine ich? Wir können auch zu Eomer gehen. Mal gucken, was der von uns möchte. Weil in 5 Minuten schaffen wir nicht mehr so viel. Wir können noch ein bisschen gucken, was wir noch auf der Overworld zu tun haben. Dann können wir gucken, ob der, was er an Geld möchte für seine Dienste. Für 200.000 sehe ich mich nicht, den zu kaufen. Ja. Ich könnte mal nach Bree wechseln. Und gucken, ob wir was schmieden können. Okay. Mithril können wir nicht zerstören. Habe haben wir schon gemacht. Das können wir nicht zerstören. Und vielleicht mit Gandalf? Mit Glamdring? Also Glamdring sieht ja nicht so aus wie eins, aber nein, auch nicht. Schade, wir könnten schmieden. Das können wir nicht zerstören. Den Quatsch haben wir schon gemacht. Wir haben das Bogenschießen. Haben wir das auch schon gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, nein. Okay, hat man nicht gemacht. Okay, du willst irgendeinen Topf haben? Hier können wir nochmal weitermachen. Danke für nicht. Also ganz ehrlich, warum? Irgendwie so ein Tausender? Ja, Legolas. Okay, da oben ist einfach 2 10.000. Also da kann ich, glaube ich, gut Geld farmen. Wir könnten schmieden. Wir könnten auch was hier machen. Haben wir das schon erkundet? Ich weiß noch nicht, ob man... Also, ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Habe ich irgendwelche, die ich noch nicht aktiviert habe? Nee, oder? Weil ich kann jetzt nicht sagen, welcher von aktiv ist und welchen nicht. Weil man kann ja sowieso immer zu ihnen hinlaufen. Und wenn irgendwas in der Umgebung schon erkundet ist, dann ist halt recht schwierig. Wen haben wir hier oben? Radagast der Braune. Können wir gucken, was der von uns möchte oder was der uns kosten soll. Ich denke nicht, dass wir Radagast brauchen, weil die Verderbnisse, was er vorgeheilt hat, ist, glaube ich, hier noch nicht relevant. Jedenfalls habe ich noch nichts davon gesehen. Nimm mal einen Meister. Was kostet denn? Ja, 500.000. Also, ich finde den Radagast aus dem Hobbit tatsächlich lustiger. Mit seinem Vogelkot im Bart und seinem allgemeinen Auftreten. Da konnten wir im Hobbit auch lang. Das ging ja, geht ja jetzt wohl nicht mehr, wie es scheint, oder? Also hier gab es ja die Grabhügeln. Also waren das Grabhügel? Ich habe keine Ahnung, wie Hügel auf jeden Fall. So leicht hügelig war es da. Aber da können wir jetzt nicht mehr hin. Wir könnten noch hier oben lang und irgendeinen Quatsch machen. Wo können wir denn hin? Okay, hier. Da können wir doch mal machen, Elbenfähigkeiten. Da gucken wir noch mal, können wir nochmal gucken, ob wir irgendwas schmieden davon. Spiel, lass mich doch darauf. Danke, meine Güte. Schwieriges Thema. Okay, da sieht es so ein bisschen aus, als wäre er durchsichtig, aber ich glaube, der ist nicht durchsichtig. Ich glaube, da irre ich mich. Och, meine Güte. Wer von den Spielentwicklern hat sich gedacht, ja, das ist ein richtig gutes Feature. Lass das mal absolut ungetestet ins Spiel parken. Das funktioniert perfekt. Nein, macht es nicht. Spoiler. Also wir können mal gucken, was das kostet. Ich will es ja nicht zu viel ausgeben, falls wir dann nochmal irgendwie schnell auf die doppelten Punkte kommen können. Haben wir es gebrochen? 4 Stück, das können wir zum Beispiel machen. Die für 16 sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so. Aber das für 4 kann ich auf jeden Fall schon mal schmieden.
So, in dem nächsten Part müssten wir dann ja weitermachen mit der Story schon. Mit den Hobbitsen. Das erste Kapitel vom letzten Film. Das heißt, es kommen dann noch ja, 6 Missionen. Also mindestens 6 Part. Und dann halt nochmal alles freien Spiel machen. Und dann auch die Overworld machen. Ja, oder erstmal die Overworld machen und dann das freie Spiel. Mal gucken. Je nachdem, wie viele Charaktere wir noch brauchen. Ja, Mitri-Box-Handschuh, danke. Aber bisher wollte noch keiner von. Also keiner von den Leuten mit Quest irgendwelche von unseren Gegenständen haben, oder? Irre ich mich da. Die waren alle so ein komisches Zeug. An den komme ich ja noch nicht ran. Ich kann nur versuchen, hier hinzugehen. Wie das lang führt. Überziehen wir ein bisschen, weil das interessiert mich ja gerade, was da ist. Vielleicht kann ich das ja gerade machen. Vielleicht aber auch nicht. Wäre nicht schlimm, wenn nicht. Das sieht ein bisschen aus wie ein Eingang, aber ist anscheinend keiner. Hier ist eine Vogelscheuche. Hier hätten wir graben können. Okay, das ist einfach ein anderer Ausgang. Die Höhle, die gab es ja auch im Hobbit schon. Ja, moin. Ein Bandit hat mein unbezahlbares Familienerbstück gestohlen. Die Pilzkrone. Ich wollte sie mir am Ortamturm zurückholen. Wurde aber von einem schwarzen Reiter vertrieben. Bringen Sie mir bitte. Okay. Pilzkrone? Ich glaube, die war hier auch im Hobbit? Kann das sein? Okay, ich irgendwie erwartet, dass das Ding einfach hier ist. Und jetzt ist hier noch ein, Dingsstein. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo der ist, wenn ich ehrlich bin. Der Mithrilstein, ich glaube, den hol ich noch schnell. Weil ich habe einfach nur das Leuchten gesehen und war mir nicht sicher, was ich damit tun soll. Aber es scheint irgendwie hiermit zusammenzuhängen. Ach nö. Ich kann nicht mal schnell springen. Doch jetzt. Okay, perfekt. Okay, ich habe bin einmal zu viel gesprungen, mal so auf Springen gedrückt und dann bin ich wieder runtergefallen, super. Okay, das klappt nicht, das heißt, ich sollte schon am besten hier ran. Okay, da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so den Winkel begriffen. Aber passt schon. Und jetzt noch runterfallen, perfekt. So, wir haben jetzt ein paar Mithrilsteine. Und im nächsten Part fangen wir, wie gesagt, an mit der letzten Mission. Moment mal, hier gibt es noch gar keinen, aber wir hätten hier die Dame kaufen können. Das ist ja die komische Stadt, Edoras. Genau, da sollen wir jetzt mit denen eigentlich hin. Aber wir machen weiter mit der Mission, weil das ist das Einzige, was wir gerade offen haben. Mit dem Frodo, mit dem Sam. Und mit dem Gollum. Und dann geht es wahrscheinlich hier Richtung Mordor. Ich glaube, die anderen kommen dann hier auch irgendwie hin. Und dann gibt es hier noch einen letzten Krieg. Aber ich würde sagen, das reicht für den Party. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.